Ich erinnere mich noch genau, wie die Idee zustande kam. Wir waren bei einem stadtteilbekannten Italiener gleich um die Ecke und diskutierten darüber, wie man die Sporthochschule und das, was hier erforscht wird und wissenschaftlich gelehrt wird, einen größeren Kreis von Interessenten eröffnen könnte. Also wir haben uns überlegt, warum wird all das, was hier wissenschaftlich erarbeitet wird, nicht einem größeren Kreis erschlossen als nur den Studenten? Aber wir haben uns dann gesagt, da sind doch so viele interessante Aspekte dabei, dass es doch bestimmt sehr hilfreich wäre und sehr interessant wäre, wenn man sie insgesamt sportbegeisterten Menschen, Trainern, Athleten, Sportlern, Freizeitsportlern, aber auch Hochleistungssportlern, die jetzt nicht immatrikuliert sind hier und die nicht Sport studieren, eröffnet und wenn man ihnen einfach ein paar Ideen mit an die Hand gibt und wenn man auch gemeinsam mit denen über Probleme und Hintergründe des Sports diskutiert. Das war die Idee. Ja, wie immer das ist, wenn man mit so einer Serie startet, man ist sich ein bisschen unsicher, ob man auch mit den Themen dann immer den Nerv trifft, derer, für die man es ja macht, also die Besucher. Aber wir haben eigentlich mit jedem Thema bisher, und da waren auch zwei exotische dabei, mit jedem Thema eigentlich wirklich das Interesse gefunden. Es sind Leute gekommen und es sind eigentlich immer mehr geworden. Und ich glaube, dass immer mehr auch diese Idee klasse finden. Und insofern bin ich guter Dinge, dass die Serie jetzt nicht auf 5 Abende beschränkt bleibt, sondern ihren Weg gehen wird.